Gut, also, wir wollen ja nicht zu spät anfangen, es gibt ja auch noch Vorträge hinter uns, deswegen fangen wir mal an. Genau, jetzt fangen wir mit der Anfangsfrage an, wer war denn noch nie auf der GPN? Oh, ja, alle anderen wissen, dass es hier nichts Spannendes gibt, deswegen sind ja auch vorbeigekommen. Wer war nur einmal da bisher? Oh, wer war schon fünfmal da? Wer war auf der... Und wer war auf der GPN 1? Oh, ich dachte, jetzt wäre Nicola auch hier, aber so findet man Leute. Okay, also GPN 19 findet zum 19. Mal statt, seit 18 Jahren, weil an einem Jahr waren wir so cool drauf, dass wir gleich zwei gemacht haben. Genau, dieses Jahr, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist das Motto Error 451 unavailable for legal reasons. Machen wir doch weiter mit der Publikumsumfrage. Wer hat schon mal beim Browsen so eine Fehlermeldung gesehen? Ihr schaut nicht sehr viel bei amerikanischen Nachrichtenseiten, oder? Das klassische Beispiel ist, irgendeine Webseite aus den USA hat keinen Bock auf DSGVO und dann sagen sie halt einfach so, die Europäer, die sind uns egal. Das kann uns auch egal sein, dann schwappt weniger Schwachsinn von drüben rüber. Also insofern eine bekannte Fehlermeldung. Was jetzt natürlich bei der GPN passiert ist und wir uns eigentlich gar nicht so vorgestellt haben, ist, dass dann irgendjemand geschrieben hat. Ihr habt euch ja alle angemeldet, vermutlich auch die PDFs und E-Mails bekommen. Und dann wurden wir angeschrieben, meinte so, oh, bei meinem Ticket, da ist was kaputt. Ihr müsst mal nachschauen. Und wir so, oh, warum das denn? Und so, ja, da steht Error 451, unavailable for legal reasons. Und dann war das jemand, den wir dann, haben wir uns auch erstaunt, aber dann ist uns aufgefallen, da steht ja fett eine Fehlermeldung auf dem Ticket. Und es hat eine Person nachgefragt, ob das so Absicht ist. Also ja, eigentlich dürft ihr alle nicht hier sein, aber das hat euch nicht wirklich interessiert. GPN ist unavailable for legal reasons, aber uns ist das jetzt egal. Die Anspielung ist natürlich, ihr habt das ja auch sicher alle mitgekriegt, auf die vielen Gesetzesentwürfe und Vorschläge und Diskussionen im Europaparlament, Artikel 13, Artikel 11, Artikel 12. Ihr wart sicher, ich weiß nicht, ihr wart vielleicht auch bei einer Demo, habt euch engagiert. Das Ergebnis ist so, wie es ist, aber an dieser Stelle auch nochmal danke und wir wollen es auch nochmal feiern, dass wir hier so viel Engagement gezeigt haben und dass wir auch gezeigt haben, dass wir uns für diese Themen interessieren, dass die Themen wichtig sind und dass das Internet nicht einfach nur eine Randerscheinung ist, die man irgendwie nebenan sozusagen irgendwie behandeln kann. Wir wollen, dass das Internet so bleibt, wie es ist. Wir wollen es frei halten und vielen Dank auch für euer Protest und euer Engagement dafür. Ihr wisst, wenn ihr noch nie auf der GPN wart, dann wisst ihr das vielleicht noch nicht. Die GPN an sich ist ja eine sehr freie Veranstaltung. Wir wollen sie sehr offen halten. Wir verlangen keinen Eintritt, damit jeder hier einfach reinkommen kann. Man kann sich anmelden, das ist um uns zu helfen. Man muss sich nicht anmelden. Ja? Wir wollen uns natürlich auch öffnen. Wir wollen die Themen jedem nahebringen. Es geht darum, dass ein 16-jähriger Schüler, der kann nicht einfach vielleicht nach Frankfurt fahren und dort 80 Euro für irgendeine Messe bezahlen. Der ist hier in Karlsruhe, der hat noch ein bisschen Taschengeld und der kann bei uns auch vorbeikommen. Wir stellen auch sonst irgendwelche keine Constraints an unsere Teilnehmer. Wir versuchen, und das ist dann auch für euch, mit der GPN eine Plattform zu schaffen, in der sich jeder frei bewegen kann. Unser Ziel ist es, damit das euch möglich zu machen, dass ihr hier euch frei entfalten könnt. Wir haben ein Care-Team, was auch dafür sorgt, dass es da keine Probleme gibt, aber all creatures welcome, jeder darf hier so sein, wie er möchte und hat sich nicht dafür zu schämen oder auch nicht dafür Angst zu haben. Also, das ist eure Freiheit, die ihr habt, geht respektvoll mit allen miteinander um und dann funktioniert das auch alles. Und das hat die letzten 18 Male super funktioniert und wir sind uns sicher, dass es auch dieses Mal gut funktioniert. Allerdings, ihr habt es vielleicht gesehen, andere Veranstaltungen kosten Eintritt. Das Camp 295 Euro, der Kongress letztes Jahr, ich glaube 140 Euro. Die Veranstaltungen kosten Geld, das ist ja nicht irgendwie aus Böswilligkeit, sondern das ist, weil so ein Event natürlich auch Geld kostet. Bei uns kostet das auch Geld, allerdings haben wir großes Glück, dass wir Unterstützer haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bedanken beim ZKM, dem der eine Teil von dem Gebäude hier gehört.
Natürlich auch bei der Hochschule für Gestaltung, wo das Hack Center auch drüben ist, die natürlich dieses Gebäude und Infrastruktur und viel, viel Hilfe zur Verfügung stellen, ohne die es nicht möglich wäre. Also es geht noch nicht nur darum, dass irgendwelche Dinge günstiger gemacht werden oder so, sondern es ist ein Engagement weit über dessen, was man so eigentlich erwarten würde, hinaus. Und auch so eine Veranstaltung, in der einfach 1.800 Leute frei hier Party machen können, sowas kann man nicht für Geld kaufen. Und insofern sind wir unheimlich dankbar, dass diese zwei Institutionen uns so nahe stehen und uns so sehr unterstützen. Also nochmal vielen Dank dafür. Genau, und wir haben die Stadt Karlsruhe ist dieses Jahr uns auch beigesprungen, denn wir sind ja, engagieren uns ja auch politisch und wir haben natürlich auch, sind an die Stadt herangetreten, weil wir gesagt haben, so Leute, hier ist ein Riesen-Event, das geht auch irgendwie nicht mehr mit eigenen Mitteln und Spenden und haben um Unterstützung gebeten und haben eine institutionelle Förderung bekommen für 2019 und 2020 vom Gemeinderat. Das möchte ich hier auch nochmal danken erwähnen und zwar nicht unbedingt wegen irgendwelchem Geld, das wir gekriegt haben, sondern weil wir der Meinung sind, dass neben den Themen wie Forschung und Wirtschaft, die im Internet, also Forschung und Wirtschaft ist super sexy, wenn du da eine Regierung hast, dann schmeißt du da Geld drauf und dann ist das super cool. Aber ihr seid ja alle hier und ihr seid nicht hier, weil ihr Forschung und Wirtschaft macht, ihr seid hier, weil ihr zu der Netzkultur gehört, weil ihr zu dem freien Internet gehört, weil ihr zu den kleinen Communities gehört. Und wir haben gesagt, danke für diese Förderung, weil es ist ein Zeichen, dass auch eine Förderung dieser Netzkultur stattfinden muss, neben Forschung und Wirtschaft. Das ist ganz, ganz wichtig und das haben wir auch dem Gemeinderat so klar gesagt, dass es nicht hier darum geht, wir bedanken uns zwar, aber wir rufen die Politik dazu auf, auch andere Institutionen und Communities zu fördern. Es gibt ganz, ganz viele Freifunkgruppen, es gibt kleine Vereine, es gibt Meetups, die brauchen mal, was weiß ich, 10 Euro pro Monat für Serverbetrieb oder wollen Flyer drucken. Und es wäre natürlich auch schön, dass diese Communities, die ja auch den Kern und die ja auch euch zusammenbringen, dass die auch Unterstützung bekommen. Und da danke an die Stadt Karlsruhe, dass sie mit uns diesen ersten Schritt gemacht haben. Wir wollen aber, dass sie das mit allen Communities machen. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir wollen ja auch hier eine Veranstaltung machen, die frei von irgendwelchen Werbe- und Branding ist. Also bei uns gibt es keine Silicon Valley-Bühne oder was auch immer man sich vorstellen kann. Es gibt hier keine Werbung. Wir haben alle Angebote abgelehnt, dass irgendwelche Recruiter hierher kommen oder Bar sponsern. Das wollen wir nicht, denn wir denken, wenn ihr einen Job haben wollt, dann geht ihr auf eine Jobmesse. Ihr seid schlau genug, aber hier wollt ihr einfach nur Spaß haben und da hat dann sowas nicht zu suchen. Und auch das ist uns wichtig, dass natürlich die Stadt oder das Land so etwas fördert, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Wir haben eine institutionelle Förderung, ist eine Förderung, die man einfach so kriegt und da sind wir sehr stolz darüber. Und wir haben natürlich auch, wir haben sie beantragt, damit wir den Komfort für euch auf der GPN verbessern können. Denn ihr müsst wissen, das komme ich gleich am Ende nochmal. Es gibt natürlich viele Kosten, die wir decken durch Einnahmen, zum Beispiel durch Getränke, durch Merchandise. Es gibt aber auch sehr viele Kosten, die einfach entstehen, die ihr aber nicht unbedingt seht, die euch aber das Leben einfacher machen. Putzfirmen, Sicherheitsdienst, Spüleinrichtungen, Hygiene, irgendwelche Genehmigungen, LKWs mieten und so. Dafür, das wollen wir ja nicht, dass ihr das zahlen müsst. Ja? Wir wollen ja, dass es möglichst zugänglich für jeden ist und dafür bitten wir dann sozusagen um diese Förderung oder um Spenden oder um irgendetwas anderes. So, genug der Danksagungen, zurück zur GPN. Die GPN, größer als je zuvor, erstreckt sich über 7 Lichthöfe dieses Hauses. Also im Prinzip gibt es den Lichthof 3 und 4, das ist der Hexcenter Lounge, die ihr es da drüben kennt. Dann gibt es das Studio, das Medientheater. Weiter gibt es das Foyer, das ist unser leises Hexcenter. Also wir haben im Prinzip aus den Rückmeldungen der letzten Jahre sozusagen dieses Thema aufgenommen, dass, naja, da drüben ist halt irgendwie Party und DJs und das ist auch cool. Also es gibt Leute, die mögen das, es gibt aber auch Leute, die wollen in Ruhe da sitzen. Und dafür haben wir auch dieses Hexcenter im Foyer und dann noch die Open Codes Ausstellung. Wer letztes Jahr da war, kennt sie vielleicht noch, hat auch wieder jeden Tag bis Mitternacht geöffnet. Da könnt ihr euch auch drin setzen, da finden auch Vorträge statt. Genau, das ist so ein Übersichtsplan. Wir sind jetzt da, wo Medientheater steht und der wird auch aushängen, beziehungsweise den werden wir dann auch nochmal ins Internet stellen, dass ihr euch auch im Prinzip zurechtfindet.
Genau, da steht auch im Prinzip alles drin und es gibt im Prinzip nur so ein paar Bitten. Also das ist hier kein Messezentrum, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Wir sind hier Gäste, das Gebäude gehört nicht uns und deswegen bitten wir euch, damit sorgsam umzugehen. Genau, also bitte nichts anzünden. Wir haben auch, und das ist ganz wichtig, also nochmal zuvor, an der Nordseite, oben auf dem Plan ist diese Lorenzstraße, da wohnen Menschen und die Menschen wollen nicht die ganze Nacht Party machen. Deswegen bitten wir euch, nach 22 Uhr nicht mehr auf diese Seite zu gehen, sondern auf die andere Seite, also die, die euch jetzt zum Rücken steht, wo die Wiese ist, da könnt ihr nachts bis um 4 Party machen, Gitarre spielen oder irgendwelche andere Dinge veranstalten. Das ist kein Problem. Ich warne euch darauf hin, dass noch gegenüber von diesem Gebäude ist das Amt des Bundesgeneralanwaltes der Bundesrepublik Deutschland. Ihr könnt gerne auf der Wiese rumtanzen, ihr könnt auch auf der Wiese machen, was ihr wollt, das interessiert die da auch gar nicht. Nur wenn ihr dem Gebäude sehr nahe kommt, also da, wo die Kameras stehen oder diese Wand irgendwas macht, dann müsst ihr damit rechnen, dass irgendwann vielleicht so nette Herren in Blau-Weiß vorbeikommen und euch ansprechen. Also es gab schon vergangene Jahre oder vor vielen Jahren, wo jemand sich mit dem Rücken an diese Wand angelehnt hat und dann einen Joint geraucht hat und dann sich gewundert hat, warum auf einmal die Polizei da steht. Die Wand auch bitte nicht, also das sind jetzt keine Witze, aber bitte auch nicht mit Schokolade einschmieren, so, also alles so Geschichten und Erfahrungen, die wir gemacht haben, oder bitte keine Pesthörnchen mit dem Beamer drauf projizieren. Also das findet ihr lustig, aber die klingen dann bei mir morgens um 4 und sagen, das Ding muss ausgeschaltet werden. Dann hat es irgendjemand oben in dem Büro versteckt und jemand hat eine Schlüssel gefunden, also es war Halligalli. Genau, auch ist es kein guter Ort, um mit Quadrocoptern zu fliegen, um davon neue Luftbildaufnahmen zu machen. Ihr könnt es euch denken, ja. Die sind sehr cool drauf, aber ich glaube, wenn ihr so näher ans wie 2 Meter an das Gebäude herangeht, dann wäre ich vorsichtig. Also es ist euch selber überlassen, ob ihr da es drauf ankommen lassen wollt oder nicht. Des Weiteren für das Gebäude innen drin, also die letzten Jahre waren ja richtig krass viele Sofas unterwegs und irgendwelche Mate-Kisten mit 6-Rad-Antrieb und 1,5 Kilowatt Motorleistung. Oder auch irgendwelche Vitra sowas mit einem Neuwert von 10.000 Euro, die auf einer fahrenden Europalette standen. Das ist alles lustig. Allerdings sind jetzt so viele Gäste da, dass wir das nicht mehr im Innenraum erlauben. Wir haben letztes Jahr gesagt fahrt bitte vorsichtig und Schrittgeschwindigkeit und so. Da haben sich die meisten dran gehalten, aber bei irgendjemand doch hat sich dann irgendwelche If-Else-Schleife im Arduino-Code abgehangen und dann haben die 1,5 Kilowatt Motoren Gas gegeben und 3 Leute umgesemmelt. Also das sind Dinge, die wir nicht mehr wollen und deswegen ist auch das Fahren von Longboards nicht erlaubt. Ich habe hier eine Liste, ja. Hoverboards, Skateboards, Shortboards, Autos, Straßenbahnen, Sessel, Couchgarnituren und so weiter. Ist nicht wir haben da schon, und auch, weil jemand meinte, wenn Straßenbahn nicht erlaubt ist, dann kommt er mit dem Linienbus vorbei, bitte auch nicht. Des Weiteren dürfen hier gar keine Autos überhaupt reinfahren. Also insofern würden wir euch bitten, das nicht zu machen. So, also allgemein, das gilt, seid lieb zueinander, seid nett zueinander. Ihr seid hier, das ist im Prinzip, wir wollen eine Wohnzimmeratmosphäre schaffen und denkt dran, das ist nicht euer eigenes Wohnzimmer, sondern ihr seid irgendwie bei eurer Schwiegermutter zu Besuch und da wird bitte der Tisch nicht angezündet, sonst gibt das irgendwie Ärger im Nachhinein. Nee, also genau. Aber es ist ja nicht nur GPN in diesem Haus, dieses Haus ist auch ein Museum. In dem Museum sind insgesamt 5 Ausstellungen offen und ich kann nur empfehlen, da reinzugehen. Ich weiß nicht, wer war von euch in den letzten 6 Monaten ein Museum? Oh, nicht schlecht, ja, aber das Deutsche Museum zählt nicht. Also, nee, also wir haben eine Reihe von Ausstellungen, Open Codes ist da, Negativer Raum ist eine Ausstellung, die sich mit dem Raum als Gestaltungs- oder künstlerischen Mittel beschäftigt. Auf dem Vorplatz ist ein Nebelkunstwerk, das nebelt den Platz ein. Da könnt ihr euch reinstellen und dann verschwindet das Raumkonzept. Ich bin da nicht ganz, ich bin in der Werkbeschreibung jetzt nicht ganz bibelfest, aber das steht daneben, ihr könnt es euch selber durchlesen. Nur die Bitte, wenn da Nebel ist und man da nichts sieht, dann bitte nicht mit 35 km/h mit dem Rennrad durchfahren. Wenn ihr schaut, zum Beispiel die Straßenlaternen sind schon mit Schaumstoff ausgepolstert. Also das hat alles seinen Grund und selbst die Polizei hält sich daran und fährt nicht mit dem Auto durch den Nebel. Also nicht mehr. Genau.
die anderen Ausstellungen auch cool, Writing the History of the Future, Dieter Jung, Holographie, Z-Game Gameplay. Nur, wenn ihr in die Ausstellung geht, und das gilt auch für Open Codes, es ist nicht cool, wenn ihr da irgendwie mit einem riesen Wanderrucksack und 50-Euro-Paletten durchlauft, weil es ist immer noch eine Kunstausstellung. Wenn es eine Kunstausstellung heißt, dann verhaltet euch auch bitte, genauso wie wenn es jetzt irgendeiner Kunstgalerie ganz viele Picasso-Gemälde werden, also am besten nicht anfassen, es sind noch Schilder dran, bitte nicht hacken. Auch wenn es irgendwie cool wäre, da ein Windows XP drauf zu booten. Ja, das führt nur dazu, dass nächstes Jahr das nur unangenehm wird, wenn wir hier her wollen. Des Weiteren, also Open Codes könnt ihr zwar auch Getränke drin konsumieren, aber zum Beispiel in anderen Ausstellungen geht das nicht. Rucksack ist auch schwierig. Es ist deutlich einfacher, wenn ihr den Rucksack in der Hand hält und nicht auf dem Rücken habt, weil sonst dreht ihr euch um und dann liegt so eine Vase auf dem Boden und das wollen wir alle nicht. Genau, also Rucksack oder Taschen möglichst verhindern und wenn ihr damit in die Open Codes Ausstellung wollt, dann kleinen Rucksack in der Hand tragen ist okay, aber nicht auf dem Rücken. Genau. So, jetzt aber hier schon ganz viel GPN gemacht, jetzt habt ihr natürlich alle Hunger und wir haben natürlich eine riesige Gulaschküche, die Gulasch kocht. Die Köche haben da schon angefangen, sich warm gekriegt, es gibt einen Menüplan. Gulasch, Pizza, Linsencurry, Küchenexperimente, also gestern gab es Bananenmuffins für Helfer, schmeckt sehr lecker. Die Metro hat aus Versehen zu viel Zucker bestellt. Wir haben keine 44 Kilo, sondern 440 Kilo Zucker bekommen. Also ich hoffe, ihr habt alle eure Zahnbürste dabei, weil wir werden das alles in den Slush mischen und in den Waffelteig. Genau. Allerdings ist es so, dass jetzt viele Seiten, es haben sich 1700 Leute angemeldet, wir können nicht 1700 Portionen Gulasch kochen, es wird nicht für alle reichen. Deswegen gibt es auch, ihr müsst ja nicht jeden Tag da essen, also wir können es leider nicht, deswegen sage ich das. Es gibt aber in der Nähe andere Gastronomien, es gibt das Mint-Restaurant, es gibt in der Lorenzstraße verschiedene Restaurants, es gibt den Filmpalast, es gibt irgendwelche Dönerläden, ihr könnt alle OpenStreetMap und Google Maps benutzen und was auch immer. Also ihr werdet nicht verhungern, aber vielleicht, wenn die Gulaschschlange schon sehr lange ist, dann überlegt mal, vielleicht am nächsten Tag nochmal versuchen oder... Also das ist so ein bisschen, es tut mir leid, dass wir nicht für alle Gulasch kochen können. Es gibt natürlich auch veganes Gulasch, falls das hier nicht draufsteht. Ja, wir haben an euch gedacht, da freut sich schon jemand da hinten. Genau, also das Vegane ist, glaube ich, mit Sojageschnetzel ist gekocht. Des Weiteren kann ich zur Belustigung sagen, dass unsere Gulaschkanone jetzt wieder TÜV hat, weil das letzte Jahr hatte das Fahrgestell der Gulaschkanone keine gültige HU und... Die Polizei läuft schon so durch die GPN oder an der GPN vorbei, weil sie ja keine Arbeit will. Dann aber dieses Kennzeichen, das konnten sie nicht übersehen. Und das war dann sozusagen die einzige Interaktion mit dem Amt, dass wir da irgendwie 90 Euro Bußgeld zahlen mussten, weil das Gestell der Gulaschkanone keine gültige HU-Untersuchung hat. Alles andere ist kein Problem. Also, da sind wir auch sehr dankbar, dass alles andere so einwandfrei läuft. Genau. Die GPN ist kein, also es ist hier jetzt hier keine Eventagentur, die jetzt irgendwie Party schmeißt für euch, sondern die GPN ist, es gibt, wir sagen immer, es gibt keine Besucher, es gibt nur Teilnehmer. Wir brauchen nämlich Trolle. Trolle sind bei uns die Engel oder die Helfer, wir nennen sie Trolle, weil wir, Trollen ist lustig, wir wollen Trollen auch wieder cool machen, also Trollen ist kein Hate Speech im Internet, sondern Trollen ist Spaß haben, Trollen ist helfen, genauso wie wir auch alle Hacker sind, aber trotzdem keine Cyberkriminelle. Und das ist das Wort Cyber für das Bullshit-Bingo. Hat niemand mitgespielt? Oh, ja. Also Cyber. Also wir brauchen Trolle. Ihr könnt euch anmelden und für fleißige Trolle gibt es Überraschungen. Ich sage noch nicht was, aber es lohnt sich. Genau, so, da ihr alle noch nicht da seid und im Internet schon sehr, sehr viel steht, wollte ich jetzt erstmal noch ein paar Dinge erklären, die dieses Jahr neu sind. Alles andere könnt ihr nachlesen, das muss ich jetzt hier nicht erzählen. Wir haben dieses Jahr ein Hexenzelt. Das Hexenzelt ist da drüben, da gibt es Tee und Instant-Eistee und noch irgendwie Lagerfeuer, also kein echtes Feuer, keine Sorge, aber ein virtuelles Lagerfeuer, Sofas und Gemütlichkeit und alles Mögliche. Also es gibt auch im Fahrplan ein Hexenfrühstück, die Hexen sind auch, wer weiß, was eine Hexe ist? Okay, also Hexe ist, es gibt Hacker und Hexen. Hexe ist, glaube ich, jetzt muss ich vorsichtig sein, die weibliche Version eines Hackers. Also man würde nicht Hackerin sagen, sondern eine Hexe. So. Das gibt es da drüben, ist im Foyer aufgebaut, könnt ihr euch gerne dazu gesellen. Nicht nur für Hexen, oh ja, auch alle anderen sind natürlich willkommen, ihr könnt ja die Hexen auch mit denen sprechen, das ist ja auch gut.
GPN ist ja immer, es geht ja auch darum, dass sich hier viele treffen, die sich sonst nicht treffen, also sprecht miteinander, irgendwie eure kaputten Node.js-Dependencies könnt ihr auch zu Hause fixen. Nutzt die Gelegenheit, euch hier mit den Leuten zu unterhalten, denn dafür machen wir das alles. Genau, also im Internet rumsurfen könnt ihr auch zu Hause. Es gibt auch dieses Jahr, für alle, die sich angemeldet haben, ein kostenloses Nahverkehrsticket. Das gilt für die Wabe 100, das ist dieser Innenstadtbereich beim KVV. Übrigens, ich habe es jetzt hier nicht in der Folie, den Netzplan gibt es auch auf Badisch. Das heißt, wenn ihr irgendwie was Lustiges lesen wollt, dann irgendwie auf der KVV-Webseite den badischen Netzplan, ist dann der Netzblow oder wie auch immer man das ausspricht. Gibt es was zu lachen. Genau, also dieses Ticket gilt für die Dauer der GPN zwischen eurer Unterkunft und der GPN, aber wer Karlsruhe kennt, der weiß, dass man es sehr viele Wege zwischen zu Hause und der GPN gibt. Also viel Spaß mit diesem Ticket. Ihr müsst natürlich immer es dabei haben, es muss ausgedruckt werden und es gab mehrere Rückfragen, dass das mit diesem Login nicht geht oder mit diesem Ticket holen. Ihr geht auf kvv.gulas.ch und ihr bekommt aus dem Prätix bei eurer Anmeldung, könnt ihr ein PDF runterladen. In diesem PDF ist ein sehr langer Code drin. Das ist nicht diese fünf Buchstaben, sondern in dem PDF ist so ein Code drin. Aber das ist jetzt eigentlich schon zu spät, falls ihr dieses CCC Deutsche Bahn Angebotstickets benutzt haben, dann braucht ihr auch dieses PDF, um nachzuweisen, dass ihr auch wirklich auf eine Veranstaltung fährt und nicht einfach noch quer durch Deutschland. Also ganz viele Dinge, ihr könnt aber auch einfach jeder fragen. Man hat schon gehört, hier vorne hat so ein Telefon geklingelt, es gibt DECT für alle Teilnehmer, das macht das POC, das ist das Phone Operation Center. Ihr könnt euer DECT-Telefon bei micropoc.de bzw. am Infodesk oder am POC-Helpdesk registrieren, dann könnt ihr auch auf der GPN rumtelefonieren, Freunde anrufen oder sonstigen Schabernack treiben damit. Genau. Ich habe, glaube ich, zur GPN, meine Zeit ist auch gleich vorbei, zur GPN irgendwie fast alles gesagt. Nur eins will ich noch erwähnen. Also ich stehe jetzt hier allein auf der Bühne, aber ich bin bei weitem nicht alleine. Ich schaue einfach nur, dass diese ganzen Bereiche möglichst reibungslos arbeiten können, aber ich will auf keinen Fall irgendwelchen Credit für das hier alles nehmen. Es gibt viele Bereiche, Infodesk, Trolle, NOC, POC, VOC, das andere, VOC, Logistik, CERT, Hexen, Backoffice, also ganz, ganz viele Bereiche, die sich darum kümmern, dass diese GPN super flauschig wird. Und da möchte ich danken und das ist super cool, dass so viele Leute machen. Wir haben irgendwie 40 Leute in der Orga, die sich darum kümmern, dass die halbe Tonne Zucker auch wirklich in der Küche ankommt, die sich darum kümmern, dass coole DJs spielen, die sich darum kümmern, dass die Talks live gestreamt werden. Vielen, vielen Dank an all diese Helfer. Und am Ende ist es natürlich so, also wie gesagt, es steht hier irgendwie keine Firma hinter der GPN und wenn ihr jetzt irgendwie seht, so oh, der Pfandmülleimer ist schon wieder voll, dann sucht euch irgendwie einen Besen und leert ihn oder helft mit. Also irgendwie in der Gulaschschlange zu stehen, sich zu beschweren, dass es nicht vorangeht, hilft nichts, weil wir haben ja gesagt, ihr seid keine Besucher, sondern Teilnehmer und daher ist es auch eure GPN und wir appellieren auch an euch, mitzuhelfen, zu trollen, weil anders geht es nicht. Letztendlich noch zu dem letzten Punkt. Wir bitten euch um eine Spende. Also das funktioniert nur, wenn ihr spendet, denn dann können wir uns diesen ganzen Kram hier auch irgendwie leisten. Wir versuchen, die Getränkepreise niedrig zu halten, keinen Eintritt, damit auch jeder, es ist auch, wenn ihr nur 10 Euro spenden könnt, dann spendet halt nur 10 Euro. Wenn ihr aber irgendwie CEO auf irgendetwas von irgendeiner JavaScript-Bude seid und 200.000 Euro im Jahr verdient, dann spendet vielleicht 50 Euro und spendet dafür für irgendeinen Schüler mit oder irgendjemand, der kein Geld hat, damit diese GPN stattfindet. Ihr kennt ja sicher Pay What You Want, bei uns ist es aber nicht Pay What You Want, bei uns ist es Pay What You Can. Ja? Wenn ihr wollt, dass diese GPN weiterläuft und wir versuchen, euch auch den bestmöglichen Service und die coolste GPN zu liefern, dann müsst ihr spenden. Ja? Und ihr könnt es auch per Banküberweisung machen, das ist vollkommen egal, wir können am Infotresk einfach spenden. Und wenn ihr dieses KVV-Ticket benutzt, bitten wir euch einfach, dass ihr einfach 5 Euro mehr spendet. Weil das ist zum Beispiel nicht geschenkt, das haben wir für euch alle gekauft, das geht vertraglich leider nicht anders. Da gibt es dann so Schlaumeier im Internet, die meinen so, ja, hättet, aber das funktioniert leider so nicht. Wir mussten für alle Teilnehmer ein Ticket kaufen, dafür ist es sehr günstig. Wenn aber die es benutzen, 5 Euro spenden, dann ist das alles wieder auf Null und wir sind glücklich. Genau, an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen, dass ihr alle da seid und mich auch schon bedanken, dass ihr euch alle cool verhält.
Wenn es ein Problem gibt, ihr könnt immer nachfragen. Wir haben ein Care-Team, wir haben ein Sunny-Team. Wir wollen alle Probleme aus dem Weg schaffen. Respektvoller Umgang miteinander, lieb sein, nichts anzünden. Also ihr wisst ja schon, ich muss das jetzt nicht nochmal sagen, ihr seid ja alle erwachsen. Genau, und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß bei der GPN. Thank you.